Hallo und herzlich willkommen zurück zu Andis Modellbauversum. Ich bin der Andi und heute gibt's die F35A Lightning 2 von Italeri. Der Karton ist ein bisschen sehr groß hier. So, der Maßstab, wie ihr erkennen könnt, ist 1:32. Die Bausatznummer lautet 2506. Das Kit ist zu 100% neu. Es hat Decal Sheets für 6 verschiedene Versionen. 2 davon sind für Amerika, den USA. Es ist die konventionelle Start- und Landeversion dieses Flugzeuges. Und ich muss sagen, neben der Tomcat finde ich, dass es ein sehr schönes Flugzeug ist. Oh, die Details, aber das werden wir dann gleich später sehen. Weiter geht's nach dem Intro. So, wir fangen heute als erstes mal mit dem Decal Sheet an. Und ich finde, das ist doch wohl schon relativ groß. Es hat auch sehr viele Stencils für dieses Flugzeug. Hier haben wir Stencils, wie ihr erkennen könnt, und hier. Dann sieht man hier auch die verschiedenen Versionen. Version A der Vereinigten Staaten, Version B, Version C von Großbritannien, Version D wäre dann Australien und Version E wäre von der holländischen Luftwaffe. Hier unten haben wir die Stencils für die GBU, dann hier die von der AIM-21, und der AIM-9X, denn wir können dieses Modell als Beast Mode bauen. Ich gehe dazu mal eben hier in der Detailansicht, damit ihr auch was von den Decals erkennt. Leider stehen hier ein paar Sachen von mir im Weg, so dass das ein bisschen kompliziert wird, aber das kriegen wir hin. Das waren schon mal die Decals, die hätten wir damit abgehakt. Und ich denke mal, da die Decals von Italeri sind, wurde das auch bei Kartograph gedruckt. Dann kommen wir jetzt als nächstes zu der Bauanleitung. Das Boxart machen wir dann ein bisschen später, das habe ich jetzt leider Gottes vergessen. Wie auch auf dem Boxart kann man hier ein bisschen was über das Joint Strike Fighter Program in Erfahrung kriegen. Es ist hier so ein kleiner Text in Deutsch, Russisch, Spanisch, Französisch, Englisch und Italienisch. Dann kommen wir hier zu den Gussteilen, eine Übersicht. Ja, hier haben wir die letzten der Bewaffnung, wie man hier auf den Gussästen erkennen kann, sind die Reifen belastet dargestellt. So. Das finde ich sehr schön bei so einem Bausatz, denn viele Bausätze haben leider das Problem, dass die Reifen nicht belastet dargestellt sind. So, dann kommen wir hier auch zu den letzten Teilen. Ein PE-Teil, ein Aufkleber und den letzten Gussast. Und hier haben wir dann einige Farben, die werde ich euch mal eben alle vorlesen. Und zwar brauchen wir Flat Gunship Gray, Flat Black, Flat Insignia Yellow, Flat Pale Green, Flat Gull Gray, Flat White, Metal Flat Steel, Flat Light Ghost Gray, Metal Gloss Silver, Gloss Green, Gloss Red, Flat Rubber, Flat Compass Gray, Flat Gunmetal. So, der erste Bauschritt, wie bei den meisten Bausätzen gewohnt, fangen wir mit dem Schleudersitz an. Da wird auch angezeigt, wo wir die PE-Teile aufsetzen müssen, was wir zu beachten haben. Denn die PE-Teile zeige ich euch nach der Bauanleitung. So, hier wird auch gezeigt, was wir umklappen müssen und was nicht, was wir eventuell auch wegmachen müssen. Und dann geht es weiter mit dem Cockpit. Da können wir nämlich auch PE-Teile einsetzen. Genauso wie... Ah, jetzt weiß ich, wofür das hier ist. Und zwar ist das das Glas für die Armaturenanzeige, die nachher im Cockpit reinkommen.
So, weiter geht's mit der nächsten Seite, wo wir dann beim Rumpf sind, wo dann auch hier drin steht, dass wir Löcher bohren müssen für gewisse Sachen, genauso wie hier. Leider ist hier nicht wirklich bei, steht hier nicht wirklich dabei, welche Größe wir benötigen. Ich habe hier auch bis jetzt noch nicht gesehen, ob wir ein Gewicht reinmachen müssen, damit das kein Tailsitter wird. Was sehen wir hier noch? In dem Fahrwerksschacht sehen wir eine sehr schöne Detaillierung. Das sehen wir aber dann nachher bei den Gussteilen. So, dann kommen hier auch noch ein paar Armaturen rein und kleinen Sachen. Dann mit dem nächsten Schritt machen wir die Air Intakes und den Antrieb, die Düse. Hier steht auch drin, dass wir die Auswerfermarken ausschneiden müssen. Finde ich einen schönen Hinweis. Dann haben wir hier eine Verstrebung, um das Modell ein bisschen stabiler zu gestalten. Auf der nächsten Seite kommen dann hier die Seitenteile dran. Ich weiß jetzt nur nicht, ob das Airbrakes sind oder nicht. Da müsste man sich dann mal schlau drüber machen. So, was sehen wir dann hier? Ein Teil für die Leiter, die wir nachher sehen werden. Hier haben wir noch mehr für das Fahrwerk, auch sehr schön detailliert dargestellt auf dieser Bauanleitung. Und wir können dann später entscheiden, wie wir das Fahrwerk machen möchten. Wir können das nämlich geschlossen und geöffnet darstellen. Bei einer geöffneten Darstellung empfehle ich aus eigener Erfahrung, das Fahrwerk nach dem Lackieren einzusetzen, weil das könnte Schwierigkeiten beim Lackieren geben. So, dann haben wir hier noch mehr für das Fahrwerk. Das hier ist das Frontfahrwerk. Das kommt dann vor dem Cockpit rein. Hier. Ja, ich muss gerade ein bisschen hier mit dem Fokus spielen, weil ich mein Setup umgeändert habe. Aber das seht ihr dann hier oben in dem Short, sofern ich das verlinken kann. So, dann setzen wir auch die beiden Hälften zusammen. Die untere Hälfte und die obere Hälfte mit der Nase. Bei Bauschritt 16 wird hier wieder angegeben, dass wir Löcher bohren sollen. Aber das ist jedem selber überlassen, ob er dieses Modell als Beast Mode darstellt oder nicht. Dann sind wir hier auch schon bei den Flaps und Slaps. Ich hoffe, ich habe das richtig genannt. Und bei den Heckleitwerk. So, dann kommt das alles am Rumpf dran mit den Klappen für die Fahrwerke und die Bombenschächte. Da kann man dann aber auch entscheiden, ob man das geschlossen oder geöffnet darstellen möchte. Hier sehen wir dann die geschlossene Darstellung. Da sollte man sich aber vorher einen Kopf drum machen. So, hier sehen wir noch viel mehr Details, die wir anbauen müssen. Ich denke mal, das hier sind die Hydraulikhebel für die Klappen. Sehr schön dargestellt. Und wahrscheinlich auch hier sehr filigrane Bauteile mit drin. Hier weiter das andere Fahrwerk. Dann kommen hier die Klappen dran für die Bombenschächte. Dann noch mehr Klappen und Arme. Und dann kommen wir endlich zu den Reifen. Leider sehe ich hier, dass die Reifen zweigeteilt sind. Finde ich ein bisschen schade wegen dem Schleifen, dann geht ein bisschen von den Details weg. Das finde ich echt ein bisschen schade. Aber da kann man auf dem Aftermarket nachschauen, ob man da was Besseres findet. Dann haben wir hier wieder dasselbe wie auf der anderen Seite, nur was das jetzt ist, das weiß ich nicht. Hier haben wir die Tarnung für den Antrieb. Das soll eventuell für Infrarot oder so weiter abschirmen. Hier haben wir dann die Haube für die Kamera, die vor der Nase angesetzt wird. Ich glaube, das hier sind zwei Antennen oder so. Natürlich haben wir hier auch wieder PE-Teile, wo wir die Kamera drin einbinden können. Dann kommen hier weitere Klappen für das Frontfahrwerk, Bombenaufhängung oder Raketenaufhängung rechts, links. Dann kommen wir hier zu der GBU. Hier steht auch drin Only Indoor Version, also extra nur für den Bombenschacht.
Dann haben wir hier wieder PE-Teile, die gebogen werden müssen. Und einmal die A-Version der Bomben. Dann haben wir hier die Raketen. Rechts, links, wo die da reinkommen. Weitere Aufhängung für die Außenlasten für den Beast Mode. Schade finde ich, dass Italeri hier nicht auch für die Raketen PE-Teile mit beigelegt hat. Aber da kann man dann eventuell bei Eduard nachgucken, ob die irgendwas für diese Maschine noch an Zurüstteilen haben. Dann kommen wir auch wieder in der Außenlast der Version C und B. Genauso wie hier auf dieser Seite. Dann für die Raketen Version A, B und C. Links und rechts. Ich weiß jetzt noch nicht, welche der beiden AIM-Raketen das ist. Und dann kommen wir hier oben an der weiteren Abgastarnung, damit das ein bisschen weniger Hitze abstrahlt, denke ich mal. Dann hier alternativ geschlossene Version. Und da das hier die A-Version ist, kann diese hier leider nicht senkrecht starten. Das kann ausschließlich die B-Version. Die B-Version kann auch nicht im Flug, oder besser gesagt in der Schwebe, die Waffen abfeuern, soweit ich das weiß. Da möget ihr mich eines Besseren belehren, wenn ich da jetzt was Falsches sage. Könnt ihr mir gerne unten in die Kommentare reinschreiben. So, dann kommen hier die anderen Heckleitwerke ran. Aber dazu sage ich nachher noch was bei den Gussteilen. So, PE-Teile für das Cockpit, wer es möchte. Geschlossene Version oder geöffnete Version. Da gibt es Auswahlmöglichkeiten ohne Ende. Dann die nächste Seite für die geöffnete Version, wie wir die zusammenbauen müssen. Alternativ geschlossene Version für die Leiter. Die sehen wir jetzt gleich auch. Und dann haben wir das Flugzeug soweit zusammengebaut. Die Leiter bekommt auch zwei PE-Teile, wie ich das hier erkennen kann. Und dann kommen wir auch schon zu der Waffenkonfiguration von den Versionen A, B und C. Die nächste Seite zeigt uns, was wir bemalen müssen und bedekeln. So, für diese Grundbemalung brauchen wir Flat Medium Gray, Light Compass Gray, Flat White, Flat Rubber. Hier wird dann auch nochmal angegeben, wie man die Decals zu schieben hat. Und dann kommen wir hier zu den weiteren Bedekelungen. Und dann können wir uns entscheiden, für welches Geschwader wir das hier bauen möchten. Einmal hier die Version A, US Air Force, 33rd Fighter Wing, Eglin Air Force Base, USA 2015. Version B, US Air Force, 422nd Test Evaluation Squadron, Nellis Air Force Base, USA 2016. Dann Version C, AMI, 32 Grad Stormo, auf jeden Fall Italien. 13. ich denke mal 32. Sturmgeschwader, 13. Gruppe Amendola Air Force Base, Italien. Dann von der Royal Australian Air Force, denke ich mal, dafür steht RAAF. 61. Kampftestschwadron Williamtown Air Force Base, Australien, 2016. Version E, Royal Netherlands Air Force, Leeuwarden in Holland. Und die letzte Version wäre Israeli Air Force. Und auf der allerletzten Seite, Seite 48, sehen wir hier die Bemalung, der Bewaffnung und der Bedekelung. Was brauchen wir für die Waffen an Farben? Flat White, Metal Flat Steel, Flat Dark Gray, Flat Gull Gray, Flat Olive Drab. Dafür habe ich mir einen Satz von Vallejo geholt für die Farben. Und die, denke ich mal, werde ich dafür verwenden können. Dann haben wir hier noch ein Maskierguide. Ich bin an der Aufnahme.
Das hier sind die Maskierfolien für die Lackierung nachher, die wir dann hier sehen. Auf der Rückseite sind dann noch Schritte angegeben, dass man das auch mit extra Tape machen kann, wer es ein bisschen fummeliger haben möchte. So, natürlich sind hier auch noch zwei Farben angegeben, Flat Medium Gray, Light Compass Gray. Und hier haben wir dann dieses Legal Sheet, sag ich jetzt mal, fürs Maskieren der Maschine. Leider kann ich hier die Form nicht so richtig einfangen, egal wie ich mit dem Licht spiele. Ich guck mal, wie das hier aussieht. Ja, hier in der Nahaufnahme kann man das schon einigermaßen erkennen, weil das weiß auf weiß ist. So, dann kommen wir jetzt zu den PE-Teilen. Das hier soll übrigens das Glas für im Cockpit sein. Ich versuche es mal hier reinzukriegen. Hier, das hier ist das Glas für das Cockpit, wo wir vorher das Deckel draufsetzen. Hier sehen wir die PE-Teile, die sehr schön aussehen. Ein bisschen glänzend, ein bisschen matt. Und ich drehe das mal richtig rum. Fotomechanica, ich denke mal auch Italien, da wurden die hier oben hergestellt. So sehen sie von der Rückseite aus, in der Nahaufnahme. Ich finde es herrlich, wie die aussehen. Dieses kleine Deckel Sheet übrigens hat auch ein Gewicht. Wem das zu wenig, Deckel Sheet sage ich schon, dieser PE-Satz hier hat auch ordentlich Gewicht. Und er ist auch nicht dünn. Wem das zu wenig an PE-Teilen ist, der kann gerne mal bei Eduard nachgucken, ob man da mehr findet. Das ist natürlich wie immer jedem selber überlassen. Da möchte ich mich nicht einmischen. So, jetzt kommen wir zu den Gussästen. Und zwar fangen wir hier mit der Unterseite des Modells an. Ja, ich kann hier gar keine Fischhaut erkennen. Ja, ein bisschen okay, wenn man mit dem Finger drüber geht. Aber so vom Augenschein her 1A Guss. Die Panel Lines scheinen relativ tief zu sein. Ich weiß nicht, ob das bei der echten Maschine auch so ist. Das müsste man recherchieren. Die Auswerfermarken sind von innen. Da gebe ich euch gerne noch einen kleinen Hinweis. Und zwar macht eine Trockenanpassung. Setzt die beiden Hälften erstmal trocken übereinander und dann schauen wir, ob die Auswerfermarken störend sein können. Sollten die Auswerfermarken störend sein, müssen wir da natürlich nacharbeiten. So, jetzt habt ihr auch schon das Oberteil gesehen. Ich muss mal eben hier wieder, nein, passt da nicht rein, du musst in der größeren Tüte, hier wieder die Schlübbis überziehen. Was ich zu dem Plastik noch sagen kann, ist, es ist relativ dick gegossen. Es ist hart. Es fühlt sich nicht schmierig an oder so. Es ist ein wunderschöner 1A Guss. Hier haben wir vielleicht ein bisschen Grat dran hier an der Ecke, aber da weiß ich auch nicht, ob das so muss oder ob das von der Maschine kommt. Man erkennt hier auch wieder die Strukturen. Leider kann ich jetzt mit den beiden großen Teilen nicht in der Nahaufnahme gehen. Ja, vielleicht doch. Setzt diese Kamera mal eben anders. So, die Nahaufnahme von dem Cockpit. Und den Details. Einfach klasse. Ich mache das gleich auch noch mal eben hier mit dem anderen, mit der unteren Rumpfhälfte. Ups, ich setze die hier mal aus dem Bild. Zack. Also ich finde das einfach wunderbar, wie das hier gegossen ist. Die beiden Rumpfhälften werden wieder eingepackt. Wie gesagt, es ist
eine Wonne, dieses Modell. Doch, ne, hatte ich, glaube ich, noch nicht erwähnt. Aber jetzt, es ist eine Wonne, das Modell. Und ich freue mich schon drauf, es zu bauen. Natürlich nach dem Gruppenbau. Wenn ihr die dazugehörigen Videos vom Gruppenbau sehen möchtet, klickt bitte hier oben drauf. Das würde mich sehr freuen, denn ich habe mir da echt viel Mühe gegeben, obwohl das Modell ein bisschen Probleme macht, die Sachsenklasse. So, dann kommen wir jetzt mal eben hier zu den Klarteilen. Die sind natürlich schon in einer gelblichen Farbe gegossen. Und Nahaufnahme einmal. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann, aber ich meine, dass hier oben ein paar Kratzer dran sind. Die gilt es eventuell zu entfernen. Ja. Ansonsten ist das ein 1A-Guss mit Klarteilen. Ja, da kann man penibel sein, aber da empfehle ich euch was von Tamiya. Leider habe ich das noch nicht zu Hause. Und wenn ihr mit Tamiya nicht klarkommt, dann habe ich hier noch was anderes. Und zwar das hier für Scheiben. Look Like Glass von Deluxe Materials. Kann ich euch gerne mal versuchen zu verlinken, falls ich es finde. Kommen wir nun zu den ersten größeren Gussast. Wie in der Bauanleitung versprochen, haben wir hier eine gute Detaillierung der Leitung, der mechanischen Teile und auch filigranere Sachen, wie hier zu erkennen oder hier fürs Cockpit. Wir haben hier sehr viele technische Anlagen in den Fahrwerksbuchten hier zu erkennen. Da kann man sich definitiv drin austoben, was die Farbe angeht. Hier haben wir dann das Armaturenpanel und dann sehen wir uns die andere Seite mal an. Ich habe hier schon Auswerfermarken erkannt. Das wird schwierig, diese rauszuarbeiten, dass man die nachher nicht mehr erkennt. Hier haben wir auch sehr tiefe Auswerfermarken, was ich doch recht schade finde. Und man kann hier auch weitere Details sehen, wie Leitung und Kabel. So, ich zeige das Ganze jetzt nochmal in der Nahaufnahme. Hier sehen wir einmal das Cockpit. Dann die filigranen kleinen Teile, die ins Cockpit mit reinkommen. Und die Leitungen von den Fahrwerksbuchten. Ups. So. Dann die andere Seite. Hier haben wir natürlich die großen Bombenschächte und Fahrwerksbuchten. Da ist auch sehr viel dran auszumalen oder zu lackieren, besser gesagt. Und hier oben, ich weiß nicht, ob man das jetzt erkennen kann, aber hier sind Auswerfermarken mit drin. Schau mal eben, ja. Ich gehe da mal mit meinem Zeigestock ran. So. Hier haben wir eine Auswerfermarke, hier haben wir eine Auswerfermarke und hier. In dem anderen gegenüberliegenden Teil sieht das genauso aus. So. Mein Gott, ist das groß. Und hier haben wir dann auch noch was. So. Das war der erste große Gussast. Jetzt kommt der andere mit den Slabs, Flaps und Leitwerken und noch mehr Kleinkram. Zum Beispiel haben wir hier einen schön detaillierten Schleudersitz bis auf den eigentlichen Sitz. Hier haben wir eine schöne Detaillierung oder auch hier bei den Gelenken. Alles sehr schön dargestellt. Dann sehen wir hier auch schon das erste Rad, das Frontrad, und das ist belastet dargestellt. Leider zweigeteilt, wie ihr erkennen könnt. Und das wird nachher beim Kleben eine Naht hinterlassen, die wir zu schleifen haben. Hier einmal die Rückseite. Auch hier haben wir Auswerfermarken auf den Flügelteilen,
die es gilt zu verschleifen. Erst verspachteln, dann verschleifen. Aber auch hier schöne Detaillierungen zu erkennen, auch beim Fahrwerk. Und hier, ich glaube, das hier ist was vom Cockpit, da bin ich mir nicht ganz sicher. Auch in den vorderen Fahrwerksklappen ist eine Detaillierung zu erkennen, aber auch Auswerfermarken. Ich gehe da jetzt mal in der Detailansicht durch. Bis jetzt habe ich aber auch noch keine Sinkstellen oder dergleichen gefunden. Hier sind übrigens die Flügel zu erkennen. Das Rad, ne? Ja. Teile vom Cockpit. Ich weiß noch nicht, ob ich das jetzt gerade alle richtig reinkriege. Dann hier die Flaps, Slaps, Gelenke, der Sitz. Also ich finde das schon richtig nice gemacht. So, dann kommen wir zu einem zwei kleineren Gussästen mit der Aufhängung und Bewaffnung. Der ist doppelt und den zeige ich euch dann nur in einfacher Ausführung. Und auch hier haben wir wieder filigrane Teile. Kleine Teile, Armaturen fürs Cockpit, gehe ich mal von aus. Dann dieses Teil, wo ich jetzt nicht weiß, wie das heißt. Wieder belastete Hauptfahrwerkreifen dargestellt. Eine Rakete, die in einem Guss ist, während die große Rakete hier zweigeteilt ist. Die JDAM ist auch zweigeteilt, genauso wie die Lastenaufhängung. Das finde ich ein wenig schade, aber das sollte man hinbekommen. Und die Rückseite sieht so aus. Auch wieder Auswerfermarken zu erkennen, die aber hier nicht großartig stören. Darum können wir die drin lassen. So. Detailansicht. Die Raketen. Sehr schön alles detailliert mit Nieten, die Panel Lines, wo ich bereits erwähnt hatte, ob ich nicht weiß, ob diese maßstabsgetreu dargestellt sind. Ja, die filigranen Teile, alles sehr schön gegossen. Meiner Meinung nach die Reifen und die Klappen für die oder die Befestigung aller Klappen. Also da kann man sich wohl ordentlich dran austoben. Wie gesagt, der Gussast ist doppelt, darum zeige ich nur einen davon. Und wie ihr gesehen habt, diese ganzen kleinen Teile, die sollte man beim Bauen separat halten. Das Video werde ich euch da oben verlinken. Und zwar ging es da in dem Gruppenbau drum, dass ich die Kleinteile der Sachsenklasse nicht verliere. Und ja, fangen wir jetzt mal mit dem Triebwerk an und den Air Intakes. Wie wir schon in der Bauanleitung gesehen haben, ist das Triebwerk hochgradig detailliert. Was ich schade finde, weil das verschwindet nachher in den Rumpfhälften. Dann haben wir hier die Verdichter. Dann die Nozzle, wo in der Bauanleitung angegeben wurde, dass wir diese Auswerfermarken rauszuschneiden haben. Dann haben wir hier eine große Leitung, an der man sich austoben kann. Das hier ist die Verstrebung für den Rumpf, damit das ein bisschen mehr Stabilität erhält. Dann haben wir hier auch noch, denke ich mal, eine Klappe, die schön detailliert ist. Hier haben wir extra gegossene Leitungen. Ich würde mal sagen, in Mold-Verfahren. Ich bin mir da jetzt nicht ganz sicher, aber alles wunderbar detailliert. So, hier sehen wir dann die Rückseite mit ihr Auswerfermarken. Was ich schade finde, da hätte man eventuell eine andere Lösung für finden können, aber es fällt nicht auf. Hier haben wir dann auch wieder Leitungen vom Fahrwerk,
wo man sich nachher austoben kann. Einmal in der Nahaufnahme. Hier haben wir das Triebwerk. Ich finde das sehr schön detailliert und zu schade, um das einzubauen. Dann haben wir hier die Kleinteile, wo ich schade finde, dass diese hier nicht beweglich dargestellt werden können. Dann hier die Fahrwerksaufhängung, die detaillierte Verstrebung. Die Verdichter, die Nozzle, Kleinteile, wo ich jetzt nicht weiß, wo die zugehören am Fahrwerk, aber ich denke mal, das sind die Bremsen. Oh, hier 17 und 18. Dann das hier, was auf ein Triebwerk kommt. Eine Klappe, noch ein Verdichter und die Air Intakes. Einmal die andere Seite. Da seht ihr die Nozzles von hinten, die Verdichter von hinten, die Fahrwerksaufhängung, sehr schön detailliert, Schläuche und so weiter sind zu erkennen, sowie die Hydraulik. Ups. Hier die beweglichen Teile, die leider nicht beweglich dargestellt sind, aber wer die Ahnung davon hat, der kann das beweglich darstellen. Dann die Verstärkung und ein Rohr. Wozu das jetzt dient, das ist mir aktuell nicht bewusst. So, dann kommen wir mal zu den Flügeln und Abdeckung vom Triebwerk. Auch die Flügel haben Details, was ich sehr nice finde. Das hier wird die untere Hälfte der Flügel sein, das hier die obere Hälfte. Dann haben wir hier noch ein paar Klappen, denke ich, so wie hier Aufhängungen von Klappen und das Heckleitwerk, wo ich noch was zu erwähnen wollte. Und zwar sehen wir hier drei große Felder, die ich dann mit Glow in the Night oder Night Color besser gesagt bemalen möchte, damit die Formationslichter dargestellt werden. Und ich denke mal, das ist eine gute Idee, damit man das nicht alle freikratzen muss und dahinter eine Beleuchtung kleben muss. Kleiner Nachtrag, ich habe fast das Boxart vergessen. Ihr seht hier, wie gesagt, die F35A. Ich weiß jetzt nicht, ob das gemalt ist oder ob das ein Originalfoto ist. Das kann ich hier gerade nicht erkennen. So, dann haben wir hier nochmal eine kurze Auflistung von allem. Hier Sticker Mask Sheet with Instruction Sheet, Photo Edge Thread. Dann hier, wie gesagt, der Maskiersticker. Und das Deckel Sheet. Hinzu kommt, dass wir hier in 6 verschiedenen Sprachen nochmal eine kleine Geschichte über das Joint Strike Fighter Program haben, wie ich das gerade schon in der Bauanleitung erwähnt hatte. Auf der Rückseite hier sehen wir dann die 6 verschiedenen Versionen, die wir bauen können. Das war eigentlich auch schon das Boxart. Und in diesem Video zeige ich euch, wie man Fehler eines Schiffes verhindern kann bzw. ausarbeitet. Euer Andi von Andis Modellbauwerso. Ciao, ciao.